im heutigen Clash Radio spielen wir die mal 7 Elixier Challenge von Legendary mit 2.6 Hawks Zeige. Viele von euch haben sich das gewünscht. Ich mache jetzt öfters solche Community Tabs, wo ich so frage, jo, welches Deck wollt ihr sehen? Also gerne auschecken, gerne den Kanal abonnieren, dann unter Community Tabs. Wenn ich da was poste, gerne da abstimmen, wenn ich zum Beispiel frage, jo, welches Video wollt ihr morgen sehen, zu welchem Deck könnt ihr das dann sehen. Welches Video gefällt mir noch zu einem anderen Deck, das sehen wollt, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, das sehr gerne ein Abo da, wenn ich sehe, Leute feiern das, ihr wollt noch eine Episode sehen, dann werde ich es auf jeden Fall machen. Und denkt gerne an Critical Mode im Shop, ist ein kleiner Weg für euch, kleiner Step für euch, für mich ist es eine sehr, sehr große Unterstützung. Und ich würde sagen, wir springen rein, wir stehen 4-0, 4 more Siege to go, wir springen rein, let's go. Erstes Game. Zapotec. Wir spammen direkt da. Also wenn das Commentating heute nicht so on point ist, dann verzeiht mir. Ich weiß nicht, wieso ich es nicht hinbekomme. Okay, jetzt habe ich schon mal wieder Angst. Hilfe. Wenn ich Sparky sehe, dann ist halt schon mal wieder... Dann war es jetzt eigentlich schon wieder komplett. Okay, er hat einen unterlevelten Bombenturm ohne Grund. Was glaubt ihr, schaffen wir es? Ich glaube eigentlich schon. Ich glaube schon. Ich habe es ja auf meinem englischen Kanal schon geschafft mit... wie heißt es? Mit Expo. Und Expo ist, glaube ich, deutlich schwieriger. Da müssen wir hier aufpassen. Wir müssen hier sehr, sehr dringend aufpassen. Ich habe hier ein bisschen Angst gerade. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Skeletons, Feuerball... Was passiert hier? Sparky, Skeletons... Hat überhaupt einen Wegspell? Da können wir vielleicht unsere Musketiere ein bisschen besser abusen. Ich weiß auch nicht, was hier gerade passiert. Wir leben noch auf jeden Fall. Das ist das, was ich sehe. Ich spiele jetzt einfach die ganze Zeit seine Truppen an die Brücke und spiele Bombenturm rein. Okay, interessant. Was passiert hier, Freunde? Oh, ich würde so gerne mal wieder eine 20-Sieges-Challenge haben. Alter, wir haben es tatsächlich bekommen mit den 3 Musketieren. Oh mein Gott, die guten alten 3 Musketiere. Spielen jetzt den Hogrider rein. Er ist wahrscheinlich M-King, ja genau. Wir haben die Digga, es bleibt doch einfach weiter, die 3 Musketiere. Was macht der denn? 4 Musketiere. Das Problem ist halt, dass er jetzt gleich einfach den fettesten MK seines Lebens bekommt. Und das könnte tatsächlich... Oh mein Gott, nein, nein, nein. Okay, ich dachte gerade, Sparky schießt. Okay, aber irgendwie checkt er es nicht so, wie das Business funktioniert, habe ich das Gefühl. Okay, nächste Kanone. Boah. Ich weiß noch damals, wo die erste Mal die Challenge rauskam. Ich war so gehypt. Jeder hat es gefeiert. Dann kam einfach noch mal 7 Elixier Challenge raus, weil die einfach so broken war, die Challenge. Es war einfach wild, Digga. Es war einfach sehr, sehr wild, bin ich ehrlich. Wilde Zeit in Clash Royale. Da war das Game noch nicht tot. Okay. Sieht ganz gut aus. Feuerball drauf. Ich weiß nicht, was ich kommentieren soll. Ich kann euch nicht zum Matchup sagen. Ich spiele einfach das Game gerade und gucken wir mal ein bisschen. Wir werden auf jeden Fall unsere Musketiere stacken in den meisten Matchups. Wir haben auf jeden Fall seinen Turm jetzt mit dem Log. Jetzt geht es einfach nur darum, zu verteidigen irgendwie. Somehow, some way. Ich weiß nicht, ob die Kanone so smart war, aber wir hatten halt eh so viel Elixier. Man könnte einfach 10.000 Truppen spammen und normalerweise hat man trotzdem gewinnt. Das Ding ist, 2.6 ist halt wirklich nicht mal bad in der Challenge, weil so viele Leute spielen E-Golem. Und gegen E-Golem habt ihr eigentlich ein relativ gutes Matchup, weil er halt günstigen Feuerball-Cycle hat, plus Cannon-Spam. Plus Musketieren, die eigentlich relativ gut ist, weil die meistens kein Big Spell haben und höchstens so Rakete oder Poison. Und die sind jetzt nicht so wirksam, würde ich sagen, weil die halt relativ lange brauchen oder halt ein krasser... negativer nächste Trade ist. So, ich würde sagen, 5 Sekunden noch, wir gewinnen das erste Spiel. Und dann würde ich sagen, wir gehen auch direkt ins nächste Game. Ich close hier mal kurz mein WhatsApp-Web. Ich kriege die ganze Zeit Piep-Nachrichten. Wir sind halt busy, ne? 15-0, gefällt mir, weiter geht's. 3 more wins to go. Okay, Monthly Finals, jetzt seht ihr auch, wann ich das Video aufnehme. Schande über mein Haupt. Warum, Clashua? Warum liegt dir das? Okay, wir gehen rein. Skeleton ins Log. Wo ist mein Hogrider? Okay, Texas Chaos. Okay, Hogrider rein. Wahrscheinlich ein MK oder so. Okay, noch hart. Okay, jetzt kommt der MK. So, Hogrider rein. Okay, das ist dann, dass er das hat. Ich würde sagen, wir Feuerball predikten einfach irgendwas. Das hat ja mega gut geklappt. Geil. Gegner juckt es auch einfach nicht. Den Gegner juckt es auch einfach gar nicht, dass da was am Turm ist. Spieler mit Executioner und denkt, Executioner reicht gegen Hawk. Wow, wow, wow. Okay, ich würde sagen, machen jetzt diesen hier. Ich habe hier ein bisschen Angst gerade, weil er hat mir zu viele Hütten und ich habe gerade keinen Eisgolem. Jetzt habe ich wieder einen Eisgolem. Es könnte jetzt tatsächlich ein bisschen kritisch werden für uns. Das heißt, wir werden jetzt hier loggen. Okay, das lassen wir einigermaßen durch. Das ist okay.
Ich möchte einfach bloß jetzt hier nicht von den ganzen Hütten überrannt werden. Das heißt, wir werden weiterhin seine Hütten versuchen zu loggen und zu feuerballen, damit wir nicht von Hütten-Spam plus Mega-Knight überrannt werden. Ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Das Game nicht zu verlieren ist immer ganz nice. Nein! Nein, das ist am Turm. Ich habe es nicht gesehen. In dem Moment, wo ich sage, kriege ich einen scheinen Skeleton-Connection. Hilfe! Oh mein Gott. Ist natürlich nicht optimal. Ein Giant Skeleton Connection. Das ist halt. Ich weiß nicht, ob ich es wusste, aber so ein Giant Skeleton am Turm macht leider sehr, sehr viel Damage. Und das ist jetzt leider das Problem gewesen. Log. Feuerball. Okay. Feuerball, Log. Ice Spirit. Nein, MK. Was passiert hier, frage ich mich. So. Log, Feuerball, Ice Spirit. Okay, wir sollten es eigentlich ganz gut verteidigt bekommen. Wir loggen jetzt nochmal Safety First, bevor es irgendwie unnötig an den Turm geht. Also sein Deck ist halt auch kreativ so, ne? Guckt sich an. Das Einzige, was er die ganze Zeit macht, ist MKs an die Brücke spammen. By the way, seid heute Abend unbedingt im Livestream dabei bei twitch.tv/monoreal. Wir werden ein bisschen Ladder auf meinen Level 10 Account pushen Richtung 7k. Vielleicht noch ein bisschen Main-Account-Action, also es wird heute auf jeden Fall ein nicer Content am Start sein, schalt gerne ein. Twitch-Link ist, wie immer, in der Video-Description. Und ich danke euch, dass ihr da einschaltet und euer Support gestern. Darüber kann ich immer noch nicht reden, weil es einfach unfassbar war, okay. Okay. Nein! Okay. Aber wir sollen trotzdem gewonnen sein, wir können einfach nur Truppen spammen. Okay, er hatte nicht wirklich Damage bekommen, das Einzige, wie er Damage bekommen war durch Spells und durch... Er hätte früher Feuerbälle cyclen müssen und durch seinen 1 Giant Scale Connection 6:0. Stark! Sehr, sehr geil. 6:0, das gefällt mir. Das ist das, was ich sehen will. Zwei Siege noch. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Okay, wir gehen rein gegen Legendary Waste Challenge. Oder in Legendary Waste Challenge. Okay, er spielt das Hog Rider rein. Hog Rider! Und wir liegen Elixier ohne Grund, weil ich nicht weiß, was ich tun soll, weil er einfach E-Giant hat. Okay, E-Giant mit ganz vielen Spam-Truppen. Oh ne, Firecracker ist so nervig, wenn ich die Feuerball, das ist halt relativ räudig. Ich hätte lieber Fight in solchen Matchups. Okay, das wird jetzt ein kritisches Matchup. Okay, ich weiß nicht, ob wir das verteidigt bekommen, wenn ich ehrlich bin. Okay, Log, Feuerball, Skeletons, Ice Golem Dings. Wir müssen jetzt auf jeden Fall alles rüberkalten. Irgendwie leben wir, aber ich weiß nicht, ob wie lange wir noch leben. Das ist so mein Problem. Vor allem jetzt wieder der MK da rumgammelt. Geht mir hart auf den Sack. Kann diese MK-Firecracker-Kombi, das ist halt ja wirklich unhaltbar nervig. Unfassbar nervig, aber wir kriegen es irgendwie verteidigt. Okay, wir leben. Das ist das Wichtigste, dass wir leben. Okay, Hilfe. Oh, Junge. Mit seinen Feuerballen die. Nice. Log. Nein, ich hab gemisst. Nein! Was passiert hier? Junge, ich kann nichts tun. Hilfe! Er überrennt mich einfach. Mit seinen fetten E-Giants. Kann er mich bitte nicht überrennen? Das wäre relativ korrekt von ihm. Nein, der E-Giant ist so broken, E-Giant ist so broken, change my mind. Oh mein Gott. Also wenn ich das noch gewinne, dann muss er halt wirklich fett reinjoken. GG's.
Oh Bruder, was ist das denn? E-Giant Skeleton MG mit Firecracker Spam. Nee, Digga, einfach nee, wir sehen uns im nächsten Game. Game hier gegen Kev Dog. Bitte spiel nichts Räudiges. Okay, geh mit Hog rein. Oh nee, irgendein Battle Spam Deck. Was passiert hier? Aber irgendwie kriegen wir es verteidigt, glaube ich. Hat er einen großen Spell, ist die Frage. Wir werden einfach jetzt mal alle Truppen spammen und es rausfinden. Ich brauche auf jeden Fall mehr Musketiere auf der Seite, weil die Musketiere machen halt den besten Job so mit Abstand. Ich glaube, das soll gar nicht klar gehen mit 50 Musketieren auf dem Feld. Schnellst den ganz gut rein. Und solange die auch nicht sterben in der Bombe, haben wir jetzt das nächste Musketier am Start. Und jetzt sind wir langsam in der Position, wo wir arbeiten können. Was ist das denn? Das sind 80 Musketiere. Er hat Feuerball. Wieso spielt er nicht früher? Boah, Digga, der Feuerball hat ja richtig reingeklatscht. Aber sie überleben immer noch. Was ist denn das für Single-Target-Damage? Er kommt niemals durch. Was passiert hier? Nächster Feuerball. Trifft fast alle Musketiere, aber trotzdem überlebt eine. Nächstes Log. Feuerball. Nächste Musketier nicht. Scheiß drauf, Digga. Ich gebe ihm noch die Feuerball-Value, Junge. Er hat Feuerball gemessen. Das gibt uns jetzt die Chance, nochmal Musketier zu stacken. Auf jeden Fall guter Single-Target-Damage hier, den wir im Start haben. Das ist halt wichtig. Musketier muss am meisten Value bekommen. Es gibt jetzt einen guten Feuerball. Dann gibt es jetzt hier einen Hawkrider plus einen Log. Jetzt einfach die nächste Musketier. Soweit ich weiß, hat er kein Small Spell, das heißt, der Feuerball bringt ihm relativ wenig. Skeleton plus Log. Versucht jetzt Lanes zu switchen, das wird auch nicht funktionieren, weil wir jetzt einmal wieder 7 Musketiere zeigen auf die rechte Seite. Und guckt sich an, Digga, die Musketiere. Das ist einfach die Armee, Digga. Das ist einfach die Armee. Und da kommt auch einfach nichts durch. So, das ist halt einfach so. Er kann probieren, wie er wird da nicht durchkommen durch die Musketiere. Guckt sich an. Er kommt da nicht durch. Es sind zu viele Musketiere auf dem Feld. Junge, was passiert hier? Nein, das scheint Geld, nein! Oh mein Gott, er blockt es! Was passiert hier? Oh mein Gott! Was passiert hier? GG's World Plate! Okay, wir hatten irgendwie 8 Musketiere auf dem Feld. Das war crazy. Aber ich würde sagen, ein Game noch. Können wir schaffen, die 8 Siege. By the way, ich bin gerade auf dem Nerf Graveyard Account. Aber das solltet ihr schon gesehen haben in der Suche. Also wenn wir einen Gegner gefunden haben. Ich würde sagen, Icebird. Okay, Edrex. Sieht ihr nach Ego aus? Ego, wie gesagt, kein schlechtes Matchup. Vor allem, wenn man über Matchups reden kann. Girl. Okay, es wird einfach alles rein und juckt einfach anscheinend die Defensive gar nicht. Das ist aber ein Fehler, mein Sohn. Ich krieg das verteidigt, glaub mir. Er denkt jetzt so, das wirst du niemals verteidigt bekommen. Doch werde ich, glaub mir. Ihr müsst einfach mal ein bisschen trusten. Das wird ein easy Defense. So. Nächste Musketiere, Feuerball, Log. Und ich seht's jetzt. Ja, einfach so Tower zu traden, es klappt aber einfach gar nicht. Er wird eher gefreecount jetzt. Weil wir wieder 7 Musketieren auf dem Feld haben. Das sollte eine Kanone sein. Defensive Hawkrider macht halt ungefähr das gleiche. Feuerball, Log, Icebird. So, und jetzt hier ein Log und dann alles nach hinten gepoolt. Und dann King Tower an ohne Grund. Dann Feuerball, dann Dings. Und jetzt hier wieder ein Hawk rein. Immer wieder Opposite Lane Pressure machen. Jetzt gibt es hier einen Ice Golem. Jetzt gibt es hier eine Kanone. Jetzt gibt es hier den nächsten Dings. Jetzt gibt es hier einen Feuerball. Kanone, Log, dann war das Game auch gewonnen. GG's World Plate, was will er tun? Feuerball drauf. Geiles Game. 8 Siege mit 2.6 Hawk Cycle. Wir haben es geschafft. Viele von euch haben nicht dran geglaubt. Aber wir haben es geschafft. 8 Siege mit 2.6 Hawk Cycle. Was ein unfassbares Video. Was für unfassbare Games. Wir öffnen jetzt kurz die Riesentruhe.
Ich kann es wirklich nicht fassen und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr ein anderes Deck noch sehen wollt, gerne Deckvorschläge in die Kommentare und ich würde sagen, lasst noch ein Oma, lasst ein Abo da, denkt an Quelle, guten Morgen und seid heute aber unbedingt im Stream dabei und probiert das Ganze selber mal aus. Denkt ihr, schafft es? Schreibt gerne rein, wie viele Siege ihr geschafft habt. Es ist nicht unbedingt so unmöglich, manche Matches mit Mega Knight ist relativ schwer, aber wenn ihr gegen Elixir spielt, habt ihr eigentlich immer ganz gute Karten. Ich würde sagen, haut rein und ciao.